Hallo, liebe Leute, hier ist der Volker Schäffler. Ja, ich mache ein kleines Experiment. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ihr müsst ein bisschen Geduld mit mir haben. Ich zeige euch das jetzt als erstes Mal. Ich erzähle gleich was. Also die Maschine macht Strom, ja. Und zwar, dieses Modell macht 2 kW Strom, kann aber umgerüstet werden auf 5 kW und 7,5 kW und 10 kW. Warum ich das anbiete, ist ganz einfach. Die EU hat ein neues Gesetz gemacht. Das neue Gesetz lautet, die Emissionswerte müssen runter und alle Häuser und Wohnungen müssen umgebaut werden. Sie dürfen nicht mehr viel Strom verbrauchen, sie dürfen kein Gas mehr verwenden, kein Heizöl mehr verwenden. Umbau auf eigene Kosten natürlich für die Hauseigentümer. Die werden das wieder auf die Miete umlegen. Aber wer das nicht macht, kriegt sein Haus abgerissen. Zig Millionen Häuser werden abgerissen. Ist EU-Gesetz. Beginnt im Juni. Natürlich hat man Zeit für Umbau. Ich weiß nicht, wie lange. Müsst ihr nachgucken. Die Information kam von Eva Herrmann. Ist bei mir in Telegram unter v.s.neue Zeit. Das EU-Gesetz. Sprachnachricht von Eva Herrmann. Hammer, oder? Meine Leute. Meine lieben Leute. Da ist doch was geboten. Ja, wir haben diese kleine Maschine. Die kann man sich von uns bauen lassen. Da muss man eine Anzahlung machen, wer die gebaut. Bauzeit für die 5 kW Maschine sind 3 Monate. Wir haben noch eine größere Maschine. Die ist auch schon zum Teil fertig gebaut. Da kommt noch ein größerer Generator dran. Es richtet sich immer nach dem Generator. Die Generatoren sind auch ziemlich teuer, ja. Die kosten einige 1.000 Euro, die Generatoren, ne? Und das andere, das stellen wir alles selbst her. Alles läuft über mich. Ich habe zwei Freunde, die bauen die Maschinen und ich organisiere die Finanzierung. Ja, Leute, das ist doch mal schon was für die neue Zeit, wenn die EU versucht, die Häuser abzureißen, dann könnt ihr sagen, wir brauchen gar keinen Strom. Ich habe gar keine Auto, ich habe gar keinen Stromverbrauch. Dann bleiben eure Häuser stehen. Sogar die Villen, die 4 Meter hohe Decken haben, wollen sie abreißen. Hammer, ne? Ja, okay, wollen sie machen. So, so, so. Ja, liebe Leute, das war jetzt erstmal mein Vortrag. Und dann möchte ich euch mit dem nächsten Video noch die nächste Maschine vorstellen. Aber jetzt machen wir erstmal hier Pause und schreibt mich an, schaeffler-volker@web.de. Schaeffler-volker@web.de. Ihr wisst doch, wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Das war schon in den Mühlen so, wenn die Bauern mit ihrem Getreide gekommen sind. Wer zuerst kam, hat dann das Mehl gekriegt. Wer zum Schluss kam, hat nichts gekriegt. So ist es auch hier. Wir können natürlich nicht Millionen Maschinen bauen. Das ist alles Handarbeit. Und die bauen wir Schritt für Schritt. Wer bezahlt, wer anbezahlt, bekommt eine Maschine. Wer nichts bezahlt, bekommt nichts. Ja, wir müssen auch die Bauteile und alles beschaffen. Das ist ganz schön schwierig in der heutigen Zeit, weil vieles gar nicht rankommt. Wir müssen das über unsere international vernetzten Kontakte heranschaffen. Ne? Vieles, vieles kriegen wir nur durch freundschaftliche Verbindung hierher. Okay, liebe Leute, ich hoffe, ihr überlegt nicht lange. Schaeffler-Volker@web.de, bestellt euch eine Maschine oder zumindest schreibt mich an, ich gebe euch die Details, wie das abläuft, wie man bezahlt, wie man auch welche Garantie man bekommt und so weiter und so weiter. Und ja, wie das alles geht. Und wir haben diese Maschine ist mal entstanden.
Durch Nikola Tesla, der hat die Idee gehabt, ja tatsächlich. Und die Bauanleitung dazu hat ein Freund von mir in Bayern sich vorgenommen, hat die Maschine gebaut, die aber ein bisschen anders funktioniert. Er hat ein ganz schweres Schwungrad genommen mit ganz hohen Umdrehungen. Das brauchen wir nicht. Wir haben eine bessere Lösung. Und er hat mir die Bauanleitung gegeben. Ich habe es einem Freund gegeben in Österreich. Der hat die gebaut. Und ein anderer Freund, der hat die große Maschine gebaut im Ausland, nicht hier bei uns, aber die ist in Deutschland, die Maschine. Ist aber die große Maschine, die kann sehr viel Strom erzeugen. Die ist nicht für den Privathaushalt gedacht. Die ist mehr für, ja, für Länder gedacht, für Staaten, für Türkei beispielsweise oder China. Ja, die können sowas brauchen. Aber für uns reichen ja 5 kW, da kann man eine ganze Villa mit versorgen. So, liebe Leute, das war nun mein Vortrag, Volker Schäffler. Ja, da seht ihr mal die Uhrzeit hier. Okay, alles Gute. Ciao.